Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video von mir, Totemwerfer. Und ich wollte mich erstmal bedanken für 3000 Abonnenten. Wie krass, ey. Wir haben unser Jahresziel erreicht und das mitten im Jahr. Ich bin sowas von ja, begeistert. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ihr seid einfach die größte, die beste Community für mich. Ihr seid echt der Hammer. Vielen Dank nochmal dafür, fürs Abonnieren, Teilen und natürlich immer fürs aktive Mitmachen in den Videos, wie Kommentare schreiben oder so. Ich muss ehrlich sagen, Leute, bevor ich meine Ankündigung mache, es ist einfach mal mega, wie viel ihr auch, ja, einfach mal Kommentare schreibt und auch mithelft, ja. In dem Makros-Video, in dem aktuellen, habt ihr echt viel mitgeholfen, habt ihr echt viele nützliche Infos auch gebracht. Das ist, wovon eine Community lebt und das finde ich einfach mega stark von euch. So, jetzt geht's aber zu unserem Abo-Spezial. Ich habe euch versprochen, 3000 Abonnenten, wir machen wieder was Besonderes. Und dieses Mal gibt es einen 12-Stunden-Stream von mir auf YouTube und Twitch. Dazu gibt es erstmal ein Datum, wann findet das Ganze statt? Am 18.06., Freunde, am 18. Juni. Ich schaue gerade nochmal nebenher aufs Handy, der 18. Juni ist ein Samstag hoffentlich. Schau mal, passt das auch wirklich? Ja, 18. Juni ist ein Samstag, da treffen wir uns um 12 Uhr im Livestream. Mittags werden wir starten von 12 Uhr bis 24 Uhr quasi streamen. Wir treffen uns um 12 Uhr im Livestream. Da solltet ihr natürlich dann alle schon da sein, wenn ihr Zeit habt. Teilt es auch ruhig mit euren Freunden, wenn ihr sagt, hey, die müssen da unbedingt dabei sein, die kennen ihn noch nicht oder die kennen unsere Community nicht. Also teilen, am wichtigsten, Freunde. Und um 12.30 Uhr treffen wir uns in-game, alle die, wo Spaß und Lust daran haben. Ich sag dann quasi um 12 Uhr oder nach der Begrüßung nochmal, wie alles jetzt abläuft, was wir alles so tun. Und wir werden dann quasi ausmachen, wo wir uns einen Char erstellen, einen Level 1er oder ihr euch erstellen könnt. Dann hole ich euch ab und dann treffen wir uns in-game auf Blackmore und dann machen wir einen kleinen Spaziergang. Währenddessen gebe ich noch ein paar Infos zum Livestream allgemein. Dann einfach ein bisschen feiern, ein bisschen Mist bauen, da wird man halt rumlaufen und Sachen angucken. Einfach die Zeit gemeinsam genießen. Und dann später gibt es ein gemeinsames PvP. Immer BGs laufen etc. mit zufälligen Leuten aus dem Stream. Wenn wir genug Leute sind, wenn ihr genug Leute für diesen 18. Juni zusammenkriegt, dann werden wir einen richtigen Raid machen. Also werden wir Open PvP machen irgendwo auf der Welt und einfach gemeinsam da chillen. Ein paar Leute vermöbeln, uns vor ein paar Leuten vermöbeln lassen. Cool wäre es natürlich, wenn die Leute auf Blackmore sind, da können wir auch mal einen Städte-Raid vielleicht in Angriff nehmen. Was wir da machen, das ist alles spontan. Ich denke mal, es wird auf BGs rauslaufen, weil ich mir nicht sicher bin, wie viele Leute dann jetzt so zu so einem Livestream kommen werden, wie viele Leute haben Zeit, wie viele Leute haben da Bock überhaupt drauf. Ja, um 19 Uhr werde ich dann gemütlich was futtern, könnt ihr dann auch machen. Ich werde es dann hier natürlich auch live zelebrieren vor meinem Computer, vor dem Bildschirm. Einfach schnell was futtern. Und ab 20 Uhr ist dann auf Wunsch Overwatch-Time. Da werde ich dann Overwatch spielen. Eventuell werden da auch ein paar Zuschauer mitmachen können. Das schauen wir mal noch. Und gegen 24 Uhr ist dann Ende vom Stream. Da hören wir dann auf. Später, beziehungsweise direkt im Anschluss, werde ich noch ein paar Leute, die ich im Stream zufällig auswähle, noch mit ins Teamspeak nehmen, wenn die das wollen. Dann kann man einfach noch ein bisschen labern. Wie war der Tag? Bliblablub. Vielleicht hat einer noch eine Frage an mich, die er noch nicht schreiben wollte, sondern vielleicht auch mal persönlich kennenlernen will oder persönlich fragen will. Ich finde es eigentlich eine relativ gute Idee, dass man das danach machen kann. Dann kann man sich ja, wie gesagt, auch mal kennenlernen. Dann kann man auch mal den Totemwerfer was privat fragen oder so. Oder direkt und nicht immer unter welche Kommentare irgendwas fragen müssen. Das finde ich ganz cool. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diesen 12-Stunden-Stream. Und eins kann ich euch schon versprechen, wenn wir noch mehr Leute werden, wenn das Ganze ein Erfolg wird, wenn wir da wirklich einen spitzen Tag hinlegen, dann werde ich auf jeden Fall zum Beginn von Legion auch nochmal einen 12-Stunden-Stream oder so reinhauen. Und wir werden da gemeinsam, oder ihr könnt dann quasi zugucken, wie ich level und so, wenn das euch gefällt und wenn ihr daran Spaß habt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon riesig. Noch geiler wäre es natürlich, wenn ihr auch gleich hier im Video in den Kommentar schreibt, ob ihr mitmacht, ob ihr da seid, ob ihr darauf Lust habt, auch wirklich die 12 Stunden mitzumachen. Und ja, wenn es euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr solche Aktionen gut findet und noch mehr davon sehen wollt, solche Community-Aktionen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann sehe ich auch gleich, dass es euch gefallen hat.
Und ich kann nur sagen, ich freue mich schon mega drauf. Es war ein Riesenwunsch von mir, das endlich mal zu machen. Und ich bin jetzt echt riesig gespannt, wie das Ganze dann wird. Ob wir da 10 Leute sind, 20 oder 50, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, Freunde. Und sag schon mal, bis bald, bis dahin und haut da rein. Ciao.